Guten Tag aus den Philippinen. Heute ist der 14. November 2024 und wir fahren zum Manila Ocean Park. Ich war auch noch nie dort, meine Frau auch noch nie. Das haben wir jetzt gestern haben wir uns entschieden, dahin zu gehen und heute fahren wir dorthin. Dafür rufen wir die Grab-Taxi und mal schauen, wie das da dort ist. Das ist, glaube ich, so ein Riesen-Aquarium, ne? Aquarium ist das? Ja. Ja, man kann da rumlaufen. In dem Aquarium drinnen. Gehen wir raus aus dem Hotel wieder und rufen uns direkt in Grab-Taxi und dann fahren wir zum Manila Ocean Park. Hier ist er schon da, der Aufzug. Das ist wie ein Aquarium oder wie ist das? Riesenaquarium. Okay. Da ist das Restaurant vom Hotel. Und das ist das Hotel hier. Sieht alles schön aus. Gehen wir raus. Ja, Machst du das jetzt hier? Willst du was trinken? Mach du das ruhig. Ich nehme mir gerade Video auf. Wir warten auf unser Grab-Taxi. Wie viele Minuten noch? Drei, aber sie ist da, ich denke. Ja. Toyota Vios. He's always wrong. Voilà. Yeah, that's why. Maybe.
jetzt sind wir angekommen. Jetzt muss ich ein Ticket kaufen. Ja. Die Frau kauft Ticket, dann gehen wir rein in den Manila Ocean Park. Wir werden gleich reingehen. Oh, gibt es da auch Haie oder wie? Wahnsinn. Ah, da steht meine Frau schon. Die kauft die Tickets. Love. Das sind die Tickets, was es dort alles gibt. Hier steht etwas. Ja, da hat sie die Tickets gekauft. Wie viel hast du bezahlt? 1.500 für die. Ah, 1.500 Pesos für zwei Tickets. Okay. Bring food or can we be inside? Drinnen können wir auch kaufen, oder? Oder willst du Getränke mitnehmen? Oder? Okay. Wir gehen jetzt hier rein. Wir befinden uns hier. Das ist der Manila Ocean Park. Sehr schön. Das ist der Ocean Park. Okay, let's go. You're probably coming back. Jetzt sind wir durch die Security durch. Wird alles gecheckt hier. Wegen Sicherheit. Oh, ich bin aufgeregt. Was? Excited, aufgeregt. So schön. Ah. Was ist so Show Schedule? Ja. Yeah. Okay, da sind die Zeiten für die Shows. Sea Lion Show ist at 4:30. Okay. Willst du essen? Little. Then we can go around. Willst du essen erstmal? Ja. Okay. Besser. Willst du aber hier? Ja, essen wir hier, ist kein Problem. We go there after. Gibt's auch hier Haie? Ha? Shark? Ja, in the water. Oh. Wir werden jetzt erstmal essen. Was willst du essen, Schatz? Das ist die Menükarte. Ja, ich nehme das mal. Grill Chicken Thai Filet. Und zum Trinken nehme ich eine 7 Up. Oder Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew ist auch. Was ist das da? It's not available. Ah, okay. Ist ausverkauft? Ja. Dann nehmen wir was anderes. Das sieht aus wie das Eiffelturm.
Wir wollten gerade dort essen, aber da war alles Schweinefleisch. Und Hähnchen ist schon ausverkauft. Deswegen schauen wir mal hier. Hier ist auch Hähnchen, oder? Auch Chicken. Das ist auch gut. Guck mal, hier gibt es auch Salted Egg Chicken. You want this one? Ja. Yeah, okay, mit Getränk, 220. Hier stimmt das, Daniel, ist kein Problem. Salted Egg Chicken steht da. Gibt es auch Eiscreme. Hier ist auch Pommes. Ich trinke Mountain Dew. Hier sind die Getränke. Ja. Alles so schön hier. Wir wollten eigentlich vorhin da hinten essen, aber da ist Hähnchen ausverkauft. Gibt es nur noch Schweinefleisch. Ich hab Hunger, so viel Hunger. Ah, das Teil piept, ja, wenn das fertig ist. Zum Servieren. Da müssen wir es abholen? Ja. Okay. Wenn das Essen fertig ist, macht das so ein Geräusch, dann können wir es abholen. Das sieht auch sehr lecker aus. Das Reis, Hähnchen mit Knoblauchsoße. Getränke. Das sind die Soßen? Ja. Spicy? Guten Appetit. Was hast du genommen? Ich guck mal. Parmesan Chicken. Parmesan Chicken hast du geholt. I want one and you give me one. Okay, tauschen wir. Eine. Okay, dann haben wir. Du kannst. I think it's the same, only the flavor is. Yeah. You want. Ah, no. This one is better for me. Yeah. Okay, jetzt haben wir getauscht. Ich habe hier Parmesan-Chicken und Knoblauchsoße. Guten Appetit. Wir essen jetzt. Ich esse jetzt auch. Ich esse mal ein bisschen Reis. Die Hähnchen. Ozeanarium. Müssen wir hier rumlaufen? Third choice. Ja. Okay, jetzt sind wir in Ozeana. Wie heißt das hier, diese Abteilung? Diese Abteilung. Which part? Ja, das ist erstmal wie Aquarium. Angelfish. Thank you.
Fische. Ah, Koi-Fisch. Uncle Dodong, if you're watching my YouTube, see, they have koi fish here. Koi fish. So schön ist das. Japanese koi fish. Palawan. Hier ist es ein bisschen dunkel. Seesterne. Das sind Babyhaie. Pacific Blue Tank. Ich habe die Kameraeinstellung geändert. Nachtmodus. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Weil es hier wenig Licht, aber die Kamera macht trotzdem gute Aufnahmen. Korall, oder? Ja, Korall. Lass ihn erstmal aufnehmen. Das sind Korallen. Warte mal. Ich komme. Okay, warte, hier sind auch noch Fische. Das ist ein Anker. Der ist ja Anker. Auf Deutsch ist Anker. Langsam, Schatz. Okay. Ja. Ja, wir gehen jetzt da hin. Das ist auch Aquarium. Oh, was sind das für Fische hier? Joint Trevally. Mamsa. Ja,
Ja, sehr interessant. Ja. So schön. Dieses Manila Ocean Park ist echt schön. Aber lass uns hier alles mal anschauen hier. Ist auch ein Fisch. It's a tiger fish. Tiger fish? Yes. This is looks like a tiger. Das sind die doch, oder? Let's see. I want to take pictures. Okay. Giant moray fish. Giant moray eel. Ah, it's a eel. Bis zu 3 Meter werden die lang. For sure. Living ocean. Jetzt gehen wir unter Wasser, wie so ein Tunnel. Das ist alles aus Glas, ne? Hier auch. Wir sind jetzt unter dem Wasser. Ah, da ist ein Hai. Das ist ein Hai. Hier ein Hai. Das ist Shark. Schön. Willst du auch? Okay, release. Hi, one more. Walking. There are so many things more. Which, I make picture for you. Hat dir einen Kuss gegeben. She kissed me. Dad. Oh, da ist der Shark, die Hai. Ah, die Hai.
Das ist ein Hai. Ich mach für dich. But I need a good picture for you. You see? Schön. Willst du auch? You always not touching me. Look, look, I see you. Yes. It's coming to you always, no? Hey, feel. Hast du gesehen? So schön, ne? Ja. Ja, ich bin mit Chasing. Gleich, wenn er. Ja. Das sind Babyhaie. Ah, der macht die Zähne auf. Ah, komm. Hab keine Angst. Alle Haie. Das sind Haie. Die haben Angst bekommen. This one is big. Die essen die Fische, die Haie. Die eat it. Ja. You see, it's all already half. Ai, ai, ai. But really? It's not safe though. Die sind groß schon. Mm-hmm. Are they following him? I don't. When does it take picture of the car? No. Is this Tiger Shark or? It's there. The fish here. Ja, die haben die Fische kaputt gemacht. Die essen sie. Das sind Haie. Hier, Haie. Haie können nicht sehen, aber nur hören, ne? Ja.
Picture and no picture. You know, love me. I'm not. White tip reef shark, black tip reef shark. Oh, das sind die Haie. Das ist der Große. Der kennt sie. Groß. Das ist auch ein Riesenhai. Der ist auch ziemlich groß schon. Jetzt sind wir direkt mit dem Aufzug hochgefahren. Das ist der Ozean. It's ocean, yeah? Yes. It's ocean. Okeanus. Ocean, Ozean. Meine Frau. Hm? Was? Which one? You want to touch it? Which one? Spring Rays. Mach. One? Nee, mach du, ich will nicht. Ich hab Angst. Okay. Hast du? Ja. Ich habe Angst vor so etwas. But they said it's nice. You can touch it for 200 pesos and pizza. Yeah. Hier ist auch eine Restaurant. Trails to Antarctica. Ah, Pinguine. So wunderbar. Antarktika. Antarktis. Wir gehen zu den Pinguinen. Ach, die arbeiten in Antarktis so.
Jetzt gehen wir zu den Pinguin-Shows. Penguin? Penguins. Jetzt gehen wir zu den Penguin. Ja. Wir haben das auch im Zoo. Sorry. Hier sind die Pinguine. Die haben wir auch in Frankfurt dazu. Ja, in die Zoo. Ich denke, da drin ist es kalt, ne? The Sea Lion Show starts. Okay. Das waren die Pinguine. Christmas Village. Oh, so schön hier. Ah, das ist der Inhaber von KFC. Fröhliche Weihnachten. Merry Christmas, Feliz Navidad. Das ist Deutschland, 1747. The first examples of artificial Christmas trees were created by the German Moravian Church. Lettland, England, USA und Norwegen. Fröhliche Weihnachten, ja. How to say Merry Christmas around the world? Verschiedene Sprachen. Fröhliche Weihnachten. Schweiz, schöne Weihnachten. Schöne. Weihnachten. Ja, Schweiz. Maligayam Pas. Indien. Ah. Weihnachtsbäume. Der Weihnachtsmann. Santa Claus? Ja. We need this. It's already perfect. Hat mir Hand gegeben. Der war korrekt. Ah, jetzt sind wir in so Souvenirgeschäft. Willst du etwas kaufen für Mira? Geschenk geben.
viel kostet das? 490. Ja, auch schön. I want to buy something for her. Nice. Das ist auch schön. 380 kostet der. Aber for us, we, Germany, we bring this one. Shark. Yeah. You like shark? Was kostet der? Es kostet das. Ich weiß nicht. Keine. Keine Preis? Ein bisschen teuer. Das ist viel. Das ist 400. Was kostet diese Shark? 1000. Aber schön. Für die Couch. Aha. Können wir das nehmen? Ja. Das, man kann das auch mit dem Rücken. Aha. Das ist ungefähr 10 Euro. Ja. Ich finde das normal. Später kommen wir, ja? Nochmal. Ja, das können wir kaufen. Oder T-Shirt gibt es auch. Pinguin. Später kommen wir zurück. Thank you. So sieht das aus. Souvenirgeschäft. Ah, Mütze. Für Mira. Ja. Aber später ist still open. Was kostet das? Ich weiß nicht. 250? Ja. Ja, 5 Euro ungefähr. Ich glaube, auch später. 4-5 Euro ist normaler Preis. Ah, hier gibt es auch noch ein Restaurant. Da gibt es auch noch Restaurants. Es ist ziemlich groß hier auch. Der Manila Ocean Park. Jetzt sind wir draußen. You watching Sea Lion? Wir gehen hier zum Seelöwen-Show. Heute ist es ein bisschen windig. Ja. Mir gefällt das sehr hier. Sehr viele Geschäfte auch. Oh. Heute versuche ich mal die 4K 120 FPS Aufnahme. Und ich habe eine Funktion gefunden von der Action-Kamera. Die heißt 10-Bit DLG oder so etwas. Das soll speziell für Fernsehgeräte. Später werde ich es nochmal hochladen, das Video. Mal schauen, wie sich die Videoqualität dann ergibt. Ah, das ist Italiener. Pizza, Pasta.
Ah, da ist der schiefe Turm von Pisa. Italienisches Restaurant. Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Es gibt verschiedene Eingänge hier in dem Park. Wir haben uns die Haie schon angeschaut. Jetzt gehen wir zu den Seelöwen, gehe ich mal davon aus. Das sind auch so Cafeterias mäßig so. Jetzt müssen wir einmal raus und dann auf die andere Seite. Hier gibt es auch nochmal Bankautomaten. Ah, die Show fängt jetzt an. Da steht es auch schon drauf. Sea Lion Show. Ah, das ist wie ein Stadion. Okay. All. Jetzt gehen wir zum Sea Lion Show. Jetzt gehen wir zum Sea Lion Show. Die Frau scannt. Thank you. Ah. So the ring race it shall be. Remember guys, that boys already have 1 point. So girls, let's cheer louder for Sassy to do his time. We have to do it together and start our race. It's wie ein Stadion. Set, go! Sassy! Wollen wir da hinten gehen? Vielleicht gibt's da Sitze oder nein? Komm, gehen wir ein bisschen dahin. So it's true that girls are more intelligent than boys. These are business of schools. Bus are from South America. They are known to be the gentle giants of the Parang Plaguing. It is because they are the second largest, next to the highest human cross. They can grow up to 90 cm and 90 cm. They usually feed on seeds, nuts, salt, and corals. So this time, we need an adult volunteer with 500 pesos bill. Once again, an adult volunteer with 500 pesos bill. Just raise your hands, and my coach trainer will choose one. An adult with 500 pesos bill. Okay, donate the money! A round of applause for donor. Sir, before you go, I have a question for you. Did you know that Manila Ocean Park is also a rescue center for birds? Your dogs are chickens! Wow, look at that! And as you can see, we have our homing pigeons. Homing pigeons has an innate homing abilities, meaning they will telegraph.
He's trying to land, but the wind is very strong. Look, 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 he's coming. Up. Oh! Der versucht ja zurückzukommen, der Adler, aber der Wind ist zu stark. Der sieht schon, dass er, der kann nicht landen. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Hoppa! Fast war er, ist er gelandet. Fast ist er gelandet. Ah, ja, der ist gelandet. Der ist gelandet. Ja, ja. Der ist gelandet. Jetzt fängt an, Seelöwenshow gleich. Sea Lion Show. Did you know that the Philippines is one of the highest levels of marine biodiversity in the world? Like here? This means that there are more marine species that can be found here in our country's waters than anywhere else. Among these, you can find fish, corals, turtles, and over 25 species of marine mammals. Dugongs, dolphins, and whales are examples of marine mammals that are found in the Philippine waters. These mammals are sometimes to save a large fish. However, they are definitely mammals just like you and me. The Seelöwen Show startet jetzt. Seelöwen Show. As we do that, since her rivers do not look like waves.
But they are written with light and water as they drink from the surface. Right, ladies? Did you know they are often mistaken as a seal because they look very much alike? But some do not test between seal and sea lion is the fact that they have either broad flippers. I think it was a term back flippers, so they still do that too. As a result, they can walk upright while on land. That's the light number 2 years of the rainbow cross for sea lion friends. They have this new one and a flexible leg. How flexible? Well, check this out. So flexible, right? Or even more flexible for sea lion friends. As you can see, their body is covered with a thick coat of short dorsal hair and the whiskers of the sea lion sets of flesh. They can take their fibers, which make them sensitive. Ooh, nice one. And they need the servicer, so I need navigation, or the delivery of from breaking water. And very small soil ears, they have no detect of breathing, or well, they below the water surface. See that is the anchor model can see the water block and underwater. They have a key eyesight for no color vision. These are the ones they don't have the water skills as well. Plus, when you can see tight pools, and have a proper rest for rocking the jets. They have excellent climbing abilities, which can easily scale rookie glass! Very strong from flippers. And now let's talk about the swim ability and the sunscreen area. Thank you, Dad. Sealants are generally cruised around 11 miles per hour using the rowing movement of the rock flippers. While the rock flippers are spread out behind your bodies, onto the cast waters or spirits. And that is your advice to me. Up on the rainbow floss by Adira. Please bring it out. But when this is right, the skin is wrong with the doors, we can give a verse without two. Ready like this. 25 rounds per hour. And then, during the last minute, up on the rainbow cross for Isis. No, yes. Oh, they swim good. Yeah, but this. Sea Leuven. Oh, nice. Sea Lion. And then one. You swim good. And now, here's an interesting story about the sea lions. Did you know that the U.S. Navy has trained a few of them to take part of their scheduled operation? Yeah, that's right. They are able to hold their breath for up to 20 minutes, and they can dive hundreds of feet. Abilities that even the best Navy divers will be abused of. And since they cannot be detected by the radar under the water, they're taught to recognize the void on the water mark. The winners, ladies, are you ready? One, that? Two. Out of watch. Ready, guys? Up, two, three, four, up, two, two. This is how you can see our blessing is a loop. Here comes a three. Everybody, please do and make this one loud. People of the crowd, are you ready? Hey guys, we're the energy. Would you love to see the dance? Yeah. Well, you see, maestro. Now, let me go. One, two, three. Salute, everybody. Thank you so much. See, I am the OCC cert and recovery equipment from the water. So nice, yeah? The famous mothers, three, smiling little sweet kitties, and the bell of the rainbow cross for you. I can say an extra. And so for me, it's... The famous mothers, the ball, how do you think you get the ball? It's a 4 miles! Careful, ladies! Almost there! Careful!
Applaus. Guten Morgen, ladies. Hey, Sam, would you love to see the dance number from our Zealand friends? Yeah. Hey, guys, I can hear you. Would you love to see the dance? Yeah. Yes. Well, you see. Der Trainer. Die sind trainiert, die Seelöwen. That we understand what your platform does. Each one of us must do what we can to protect the picture of the inhabitants of our mother. You can picture with sea lion. Santiago, I said, you want? Everyone, turn over. Tell us here, you want that? We would like to take the one of these things. And we hope you will come back and visit us again soon. So, thank you. And I'm going to say, but we don't need it, thank you for watching. Clapping. Willst du oder nein? Die Show ist fertig. Yes. We come little.
It's late, but it's fine. Jetzt gehen wir zum Jellyfish. Ja, 750 ist noch nicht. Wir haben noch nicht alles uns angeschaut. Not bad, 750 pesos. But when you book in club or something like up, like 600, I don't know how much, 89? Ja, ein bisschen günstiger. Ja, auch Souvenirs. Überall verkaufen die Souvenirs. Jetzt gehen wir zum Jellyfish. Die haben wir vorhin gegessen. Chicken. Reservation. Ah, klug. Wir haben die Tickets direkt vor Ort gekauft. Aber man kann die bei klug oder kkday.com auch kaufen. Klug soll ein bisschen günstiger sein, wenn man das übers Internet kauft. Aber wir haben direkt vor Ort die Tickets gekauft. Ist egal. We come here and buy our tickets here. Ah, Shanghai Noodle and Porridge. Super Toy. World of Creepy Crawl. Hier müssen wir noch überall reingehen. Ja, jetzt gehen wir zum Jellyfish. Salamat. Kasi kakabili lang daw nila ng ticket. How much? Hier, Jellies. Das ist Jellyfish. Ich mach mal jetzt auf Nacht. Ich hab die Kamera jetzt umgestellt auf Night Mode. Ah, das sind die Dinger, was mich gestochen hat. Ja, Jellyfish. Ich meine, von wie viel Kilometer? Das juckt dann immer so auf der Haut. Pix. Ist nicht das Ding. Hier ist alles mit Neonlicht. Die Jellyfish. Das leuchtet im Dunkeln. Ganz im Dunkeln mit Neonlicht. Hier sind die Jellyfish. Da ist noch einer, der noch größer. So schön.
Hi. Yes. Sehr schön. Die schwimmen. Parts of a jellyfish. Ach so, hier ist der Mund vom Jellyfish. Donuts. Stomach. Der Magen. Augen sind hier. Magen. Ah. Jetzt gehen wir wieder irgendwo rein. Super Toy Collection. Das ist halt ganz cool hier. Man kauft ein Ticket und man kann überall reingehen. Thank you. Ah, so sieht das aus drinnen. Nee, ist okay. So sieht das aus. Ist wie bei den Science-Fiction-Filmen. Ja, das ist auch Science-Fiction. Ich bin zwar nicht so der Fan von Science-Fiction, aber manche Menschen mögen es ja. Ah, das ist ja wie in England hier, wie in London. Ja, das müssen wir auch noch besuchen. Das ist wie in England, ne? Telefon. Superhero Phone. Das sind die Telefonkabinen in England, in London. Alexander Graham Bell hat das erfunden. The red telephone booth is an iconic symbol of Britain to many people around the world. It serves as a public telephone kiosk. The color red was chosen to make them easy to spot. Ach so, ja. Das ist halt ein Zeichen von England. Also, die haben damit ein Zeichen gesetzt und die Farbe haben sie rot gemacht. Dass man das einfach findet, die Telefonkabinen. Das ist ein Symbol für die Engländer auf jeden Fall. Ja. 1876. Ja, die Smartphones und alte Handys. Interessant auf jeden Fall. Und das ist Comic Store. Ah, das sieht auch aus wie in England. Oder in den USA. Ah, $0.35 hat es gekostet. Ah, das sind so Comics aus England. Das ist auch so ein Auto, der hängt hier. Oh, Luzon, Visayas, Mindanao. Das ist ein traditionelles philippinisches Fahrzeug, heißt Jeepney. So ein Fahrzeug haben wir letztes Jahr gemietet, um mit der ganzen Familie zum Strand zu fahren. Und das sind die drei Hauptinseln, drei Hauptregionen auf den Philippinen, was da drauf steht. Luzon, wo Manila sich befindet. Visayas ist halt Cebu, die größte Stadt. Und Mindanao ist halt, wo meine Frau herkommt. Davao ist die größte Stadt.
Hier gibt es auch so Superman-Figuren und etc. Oh. Herbert Chavez. Er hat einen Guinness-Weltrekord. The largest collection of Superman memorabilia belongs to Herbert Chavez, Philippines. He's from Philippines? Der Superman? Er kommt aus Philippinen? No, he's a fanatic. Also ist Fanatiker vom Superman. We have so many collections of Superman. Der hat Collection. Der hat Guinness-Weltrekord bekommen. Das ist ja wie so ein Fußballfan. Und der sammelt Superman. This is his collection. Ah, das gehört alles ihm. Yeah. Ist er noch am Leben? Yeah. Ich weiß nicht. Ist er schon tot oder lebt er noch? Über 5000. Das gehört alles ihm. Superman. Hat alles gesammelt. Der hat das alles gesammelt hier. Das ist Weltrekord. Der hat das aber gekauft. Yeah. Immer. Alles von Superman, sogar Stifte, alles Mögliche. Interessant. Jetzt gehen wir raus. Schön. Der Ozean. Langsam wird's dunkel. Wir haben hier 17:30 Uhr. 17.30 Uhr. Die Sonne geht runter. Hier gehen wir auch noch mal rein. World of Creepy Crawlers. Es gibt so viele Attraktionen hier. Ah, so schön. Oh, wie schön. Das sieht auch ziemlich schön aus. Der liegt da einfach flach auf dem Baum. Der liegt da auf dem Baum. Okay.
Ano traktor lang? Ade. 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 Iguana. Iguana. Ano ba kami si Pascal? Kabilio. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ah, hier steht es drauf, Sugar Glitter. Das google ich mir nachher. Das ist ein Python. Python-Schlange. Hier steht es auch drauf. Wo ist der? Ah, das ist ein Frosch. Pac-Man-Frosch. Pac-Man-Frosch auf Deutsch. Frog. Der heißt Iguana. Der hat da hingeschissen, ne? Hm. Berry Dragon. Afrikanische Turtle. Das ist ein Turtle. Hedgehog. Was ist das? Ist eine Maus oder? Nee. Hedgehogs. Ah, okay. Spiky. Ja, ja, genau. Das haben wir auch in Deutschland. Das ist Albino-Python-Schlange. Uff, ist der giftig? Poison? Gelbe Farbe. Albino Burmese Python. Da ist auch eine Python-Schlange. Das ist auch eine Python. Eine grüne Python. Green Tree Python. Das kommt aus Kenia. Kenia Sandboar. Das ist auch ein Python. Bata Pinstripe Ball Python. Hier ist die Schlange. Süßer Leopard Ball Python. Sugar Leopard Ball Python. Angel Ball Python, also Engel Python. Hier ist auch eine Schlange. Hier ist auch eine Python, eine Ball Python. Der heißt Vanille Ball Python. Er bewegt sich.
Guck mal, er hat Angst. It's tired. Das war's dann auch hier mit Manila Ocean Park. Wir kaufen hier noch ein paar Geschenke. Wir schauen mal nach Geschenke. Ja. Ja, das kostet 1 Euro nur. So schön. Für die Kinder. Aber ist das sicher? Geht nicht kaputt, das Wasser oder so? Haben die gut gemacht. Ja. Kaufen wir auch eine für mich. Warum? Ah, die gehen hier rein. So schön. Die kosten 60 Peso nur, 1 Euro. Ah, auch so etwas. Ist auch schön. I want to buy for Water Game. Aber das ist auch schön. Die kosten 1,50 Euro, aber ein bisschen größer. No, small kids. Aber für die Jungs. Guck. Sehr schön. Gibt's alles. Ah, das ist für Mädchen. Ja. Ich kaufe das für die Tochter von meinem Bruder. Kann ich das nach. Guck mal, da kann sie spielen. Die Ringe, jetzt gehen sie rein. Das kaufe ich für die Tochter. Das kostet auch 60 Peso. Ja. So, jetzt gehen wir auch raus vom Manila Ocean Park. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir haben wie viel bezahlt? 750 Peso Eintritt für eine Person. Für zwei Personen haben wir 1500 philippinische Peso ausgegeben. Und dann, schon dunkel geworden. Die machen 10 Uhr morgens auf und schließen 18 Uhr. Nein, 9 Uhr morgens machen sie auf, ja? 9 bis 18 Uhr. 9 Stunden haben die auf. Jetzt schließen sie. Ah, ist immer noch in Hitze. Sehr warm. When we go out? Ja. But if I choose this pick up, Ocean Park Gate. Jetzt. Or H2O, if I choose this one. Okay. Okay, wir laufen ein bisschen zum Ausgang. Dann ist der Grab Taxi ein bisschen günstiger, hat er uns angezeigt. Ich glaube, hier muss er Umweg machen, deswegen. Ja, hier muss er einen Umweg machen. Deswegen kostet das ein bisschen teurer. Wir gehen zum Ausgang und dann ist das ein bisschen günstiger. Ich meine... You enjoy today? Ja, war schön. Good, yeah? Ja. Das war schön, Manila Ocean Park.
Man kann auch schwimmen hier. Ha? Schwimmen. Ja, aber du musst mir sagen, 400. Ach so. Das ist auch ein Park zum Schwimmen. Ah, Krokodile. In Philippinen gibt es auch viel Krokodile, ne? Auf den, ja. Laufen wir Richtung Ausgang. Da lachen, die sind alle gut gelaunt. Wir laufen jetzt Richtung José Rizal Park. Das ist der philippinische Nationalheld. Wie Beispiel bei den Türken ist Nationalheld Atatürk und von den Philippinen ist José Rizal. Grab-Taxi haben wir verschoben. Wir dachten uns, wir gehen erstmal zu diesem Park hier. Mhm. Und das ist nur Laufdistanz. Nur Laufweg hier. Ja. Wir laufen zum José Rizal Park in Manila. Die machen noch Sport, laufen hier abends. Wir müssen die Straße überqueren. Jetzt überqueren wir die Straße. Ja. Cool. Ja. Hat Herz gemacht. Ich mache auch Herz. Super, Mann. Ja. Ja, komm. Wir laufen rüber. Aber es ist gefährlich. Lauf rüber. Das war gefährlich. Halt mal die Kamera bitte. It's not. Okay. Normalerweise müssen wir durch die. No pictures. Jetzt sind wir im José Rizal Park. Richtig? Oh. Ah, da hängt auch die philippinische Fahne, ganz große. Das ist der José Rizal Park, aber es ist verboten reinzugehen, ja? Nein, no, ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt, ja. Das ist der nationale Held von den Philippinen. Und hier ist der 0 Grad von den Philippinen.
ab hier wird alles gemessen, wie groß das Land ist. Und so habe ich das verstanden. Hier ist es Zero Kilometer. Ab hier wird alles gemessen, ja? Alles gemessen. Okay. Hier hängen die philippinischen Fahnen überall. Und da oben weht eine riesen Fahne von Philippinen. Das ist der José Rizal Nationalmonument, 1913. Nationalheld der Philippinen, José Rizal. Hier weht nochmal die philippinische Fahne. So wie ich das gelesen habe im Internet, hat José Rizal Philippinen von der spanischen Kolonialmacht befreit. Ja. Also er hat Aufstand gemacht gegen die Spanier. Weil die Philippinen war kolonisiert, jahrhundertelang, jahrelang, von den Spaniern waren sie besetzt und später von den Amerikanern. Deswegen ist er der Nationalheld der Philippinen. Weil er die Aufstände gegen die spanische Kolonialmacht, besser gesagt, beauftragt hat, organisiert hat. Ah, da gibt es auch Essen. Verkaufen Sie Essen. Okay. Hier gibt es nochmal so Essensstände. Die gibt es fast überall. Die gibt es auch hier direkt beim Park vom José Rizal Park. Willst du essen? Die verkaufen alles. Okay, sie möchte kein Hähnchen essen. Wir essen dann etwas anderes später.
Wir laufen im Jose Rizal Park in Manila. 18.47 Uhr. Green Care, warte. Das ist okay. Was sagt sie? Drinking liquors and bringing some sharp objects. Not allowed? Ach so. Das Mitbringen von scharfen Gegenständen und Alkohol ist verboten in dem Park hier. Mateo Carino. Wer ist das? Mateo Carino. Who is that? Ist nicht erlaubt, Alkohol zu trinken in dem Park und keine scharfen Gegenstände. Tourism guidelines for Rizal Park, Juneta visitors. To preserve the quality of Rizal Park, Juneta, we appeal to the public to observe and practice the following clean as you go habits. Dispose your trash in the proper trash bins. Carry a small. Kein Müll auf den Boden werfen. Ist verboten. Until you find a proper trash bin. Drink a reusable water bottle. Überall gibt es Mülleimer und man darf keinen Müll auf den Boden werfen. Dieser Park wird sauber gehalten. Alkohol trinken ist verboten und keine scharfen Gegenstände. Kein Messer mitführen oder sonstiges. Auch Zigaretten darf man nicht rauchen in dem Park. Keine Kaugummis. Alles, was Dreck macht, verboten. Wir legen sehr viel Wert auf diesen Park. Jetzt gibt es hier eine Wassershow. Wirklich schön. Sehr schön. Wow. So schön.
Sehr schön. Das war eine Show. Wow. Super war das. Ah, fängt schon wieder an. Schön. Willst du ein Foto hier? Soll ich ein Foto machen bei dir? Warte mal, das ist schön. Sehr schön. Ändert sich auch die Farbe. Ach so, da, ja. Sieht auch schön aus. Respekt. Okay, gehen wir weiter. Besser gehen wir zum Hotel jetzt. Wir können noch bis 10 Uhr schwimmen, dass wir den Pool noch ein bisschen genießen können. Ja, ich denke so. Ja, meine Fuß ist. Aber du kannst auch was hier holen, aber. Oder willst du im Hotel was essen? Wir können noch ein bisschen schwimmen im Hotel. Und morgen früh haben wir Frühstück im Hotel. Okay, jetzt können wir Grab-Taxi rufen. Jetzt gehen wir zum Hotel. Ich hoffe, wenn nicht dazwischen kommt. Hier ist unser Taxi. Wir gehen rein. Yes, where are you from, sir? Germany. Oh, okay. Yeah, we come from Germany, but my wife is from Mindanao. We fly tomorrow back to Mindanao, to Jensan. Oh, okay. Good tuna. Yeah, there is a good capital of tuna. And also you can find, I think they have grouper. They have, yeah. Big, good size of grouper and tuna, I think. Yeah. All kinds of fish. They have good fish there, really. Jetzt sind wir wieder angekommen im Hotel. Was ist los? I don't know, you have everything? No, I have. You make cash or? No, Visa. Oh.
It's good already. It's paid. Good evening. Good evening, sir. It's paid already. Ah, so schöne Hotel. Morgen gehen wir, also machen wir Checkout. Can we go? What's inside here? Did we get eat something? Willst du jetzt essen? Buffet. Want to eat buffet or what? Fragen wir mal. Willst du essen? Ich habe nicht so viel Hunger. Ja? Ja. Really? We eat later. Yeah. What time they have. Wir fragen. So, jetzt gehen wir in die Hotelbar. Was essen und trinken. Late dinner again. Ja. Es ist 5 vor 9 Uhr abends. 20.54 Uhr. Sieht aus wie ein Palast hier. They prepare something food. Lobby. Oder wie war das? Hier tun sie etwas vorbereiten. Für Essen. So schön. Die tun etwas hier schon vorbereiten. Ach, der ist aufgeleuchtet. Der ist da, der Aufzug. Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Bayside Buffet. Nein, da war das auch nicht, oder? Ja. Wir wollen an die Poolbar. Ja. Ich weiß nicht, wo war das? Anders. Ah, okay. Where we go? Ja, wir müssen an die Poolbar. Alles schön beleuchtet hier. What is it? Yeah, where we're sitting like in the water. Beach Club. Ja, zum Beach Club, Beach Club. Ich habe den Namen vergessen. Ah. Thank you, sir. Ja, hier wird sie angezeigt. Lime Beach Club. Ich habe das von Balkon aus gesehen, aber wir waren bis jetzt noch nicht da. Wir waren in dem Pool. Jetzt gehen wir mal zum Lime Beach Club. Ich habe mal die Kamera ganz kurz auf Nachtaufnahme. Habe ich gewechselt jetzt. Aha, hier ist der Beach Club. Direkt am Strand. Hier ist das Restaurant. Hier wollen wir etwas trinken und essen. Good evening. Can we sit first? Oder? Ja. Somewhere in that pond. Ja, ich will da wie im Wasser sitzen. Salamat. Hier ist es schön. Das ist, was ich haben wollte. So, was nehme ich zum Trinken? Ja. Ich esse auch etwas, ja. Aber das ist Getränke, Whisky, Wodka, Tequila, Rum. Ah, Whisky, Wodka. Salat, das ist was zum Essen.
Ich nehme mal eine Bier. Ich schau grad. Ich nehme eine San Miguel Light. San Miguel Light und dann, was soll ich essen? Das ist alles Alkohol, Wein, Rum, Cocktails, Salats, Sandwich, Pasta, diese. Das ist Frühstück. Gegrilltes. Ich bestelle jetzt erstmal. Das ist das schöne Hotel. Wir sind seit 2 Tagen hier. Nimm mir auch eine Pasta, bitte, Schatz. Grilled Chicken Pesto. Yeah, with chicken pesto. And I want one San Miguel Light. Das haben die so cool gemacht, man sitzt hier direkt im Wasser. Alles schön hier. Ah, da vorne ist der Bar. Such du mal noch einen Salat? Ich laufe ein bisschen rum hier, ja? I'm walking a little bit here. Ich will das mal aufnehmen hier. Man sitzt hier im Wasser drin. Das ist richtig cool hier. Ich weiß nicht, ob wir besser hier nach vorne kommen sollen. Hier kann man auch sitzen. Okay, hier ist die Bar. Hier kann man alle sitzen. Ja, das ist die. Das ist Beach Club. Da gibt es noch eine Bar. Man sitzt im Wasser drin. Und dann kann man hier noch morgens. Ah, das ist auch cool hier. Ich glaube, ich komme morgen früh direkt hierher. Man kann hier direkt am Strand sitzen. Man liegt einfach mit dem unterm Regenschirm in dem Wasser hier drinne. Das ist doch hier wunderbar. Und hier ist das direkt das Meer. Echt cool hier, viele liegen. 2 Personen links und rechts können sitzen. Das ist echt wunderbar hier. Und hier kann man quasi in dem Wasser drinnen sitzen. Da sitzt meine Frau. Love. Sehr schön. Das ist das Lime Resort Hotel in Manila, Leute. Wirklich empfehlenswert. Es gibt hier Beach Club, 2-3 Bars, Restaurant mit Buffet. Fitnessstudio, Zimmer mit Balkon. Klimaanlage ist super. Man kann sie runterkühlen bis zu 14 oder 11 Grad waren es. 11 Grad. Habe ich auch noch nie gesehen. Meiste Hotels gehen die runter nur bis 18 Grad. Bei der Klimaanlage bis 11 Grad.
Und das ist Buffet. Morgen werden wir frühstücken. Und dann machen wir Checkout. Dann gehen wir Richtung Manila, Ninoy Aquino Flughafen. Fliegen wir nach General Santos. Ah, sehr schön. Safety first, watch your step. Nicht hinfallen. Wir haben unsere Getränke bestellt und Pasta und Salat. And chicken, chocolate. Ja, und wir warten auf die Bestellung. We're sitting in a very beautiful, cool area, sitting. Wir sitzen quasi in einem Pool hier, in dem Wasser. Ah, die Bestellung ist schon da. Ich hab die Frau gesehen. Ja. Da ist sie schon da. Da ist sie schon da. Salamat. Die Getränke sind auch schon da. Das Bierchen ist da. Und das Cocktail hat die Frau bestellt. Dann zum Wohl. Da ist mein Bierchen. San Miguel Light. Was hast du da? Ein Cocktail. So schön. Dankeschön. Dankeschön, Philippinen, für das schöne Erlebnis. Gleich werden wir noch etwas essen. Jetzt ist unser Caesar-Salat angekommen und das ist hier Chicken Tocino und kommt noch zweimal Pasta, oder? Ja. Zweimal Pasta. Pasta. Zweimal Pasta kommt noch. Hier ist auch meine Pasta-Spaghetti angekommen mit Knoblauchbrot. Dann haben wir Chicken Tocino, Salat und Reis. Alles schön. Dann mal guten Appo. Guten Appetit. Jetzt haben wir fertig gegessen, fertig getrunken. Jetzt gehen wir ins Hotelzimmer. Ich chill noch ein bisschen auf dem Balkon. Dann, wir müssen noch unsere Koffer packen, dann fliegen wir morgen. Ich muss Koffer. Ja. Wir haben gegessen, getrunken. Wir geben Tipp, Trinkgeld. Das ist gut. We always give Tipp. Immer Trinkgeld geben. Das ist gut. Die Leute arbeiten hart. Sind froh, wenn sie Trinkgeld haben. Deswegen, wenn ihr auf die Philippinen kommt, immer Trinkgeld geben.
Assalamu alaikum. Oh, wie ein Kühlschrank. Es ist kalt. 20 Grad Zimmer. Ist gut.